bin heute hier wieder mit Lotti und ich dachte, wir machen heute mal Tassenkuchen, weil du hast ja noch nie Tassenkuchen vorher gegessen. Und das geht so schnell und wir haben sogar einen Tassencookie und eine Tassenpizza. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Wir legen mal direkt mit dem ersten Tassenkuchen los und dafür brauchen wir nur 3 Zutaten und die haben wir direkt hier. So, einmal haben wir das hier, das kennst du wahrscheinlich, genau, Erdnussbutter. Dann brauchen wir noch ein Ei. Und wir haben uns entschieden, beim Backen Zucker zu nehmen. Hast du das schon mal probiert? Nee. Das ist so eine Art Zucker, nur in so ein bisschen gesünder, hat weniger Kalorien, macht auch nicht so einen Heißhunger. Aber man schmeckt, glaube ich, kaum einen Unterschied. So, und du kannst mal hier die Erdnussbutter rauslöffeln. 4. 3 Esslöffel brauchen wir. Ja, schon eine Tasse. Ja, die ist voll süß. So, genau, dann geh da ruhig mal großzügig rein. So, kalorienarm ist das nicht, warte, vielleicht machen wir das. So. Genau. Und noch ein. Das riecht schon richtig nach Erdnussbutter hier. Ja. Okay. Dann möchtest du auch das Ei reingeben? Oder machst du das dabei? So, ich glaube schon ein bisschen hier. Möchtest du mal jetzt hier ganz schön umrühren? Okay, es sieht nicht so lecker aus. Einfach ein bisschen verrühren. Also wir haben die alle auch übrigens also noch nicht vorher getestet. Aber ich glaube, die werden schon ganz cool schmecken. Und dann kannst du hier das Umpacken gerne machen. Genau, wir packen das nämlich jetzt in eine kleinere Tasse, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Also ja, sieht so ein bisschen aus wie so zerstampfte Karotte. Okay, warte. Und jetzt hier. Dann haben wir das schon mal. Ich würde, genau. Also, soweit ich weiß, braucht man von dem weniger als von normalem Zucker. Und da stand jetzt, dass man 3 Esslöffel Zucker nehmen soll. Deswegen nehmen wir erstmal, wir können ja erstmal hier ein, weil ich glaube, die Erdnussbutter ist bestimmt auch mega süß. So, dann holen wir das hier nochmal um. Und dann können wir es auch in die Mikrowelle geben, das ist ja der spaßige Teil. So, dann, genau, warte. So, dann kannst du zumachen. Null, ne? Jetzt. Yes. Okay, dann machen wir auf. So, warte, ich gebe, sieht irgendwie jetzt noch nicht nach irgendwas aus, ne? Aber es sieht schon krass aus, oder? Ja. Müssen wir dann gleich mal probieren. Also es geht eigentlich. Boah, der riecht schon echt ziemlich lecker, ne? Okay. Als nächstes machen wir jetzt einen veganen Tassenkuchen. So, wir haben ja auch alle Zutaten hier. Wir brauchen auf jeden Fall eine Banane. Magst du die mal halb, hier oder? Halbieren? Genau. Gucken wir einfach mal. Genau. So, dann können wir die so ein bisschen klein brechen. Dann kannst du schon mal hier 3 Esslöffel Mehl nehmen. Oder mal gucken, dass wir vielleicht brauchen auch ein bisschen mehr. Und ich gebe hier noch ungefähr 3 oder Esslöffel Mehl dazu. Wir packen euch auch die Rezepte in die Infobox. So, genau, dann kannst du mal umrühren. Ja. Also ihr könnt dann ruhig mal gucken, wie ihr es auch gerne von der Konsistenz mögt. Wir geben jetzt ja nochmal ein bisschen Milch dazu. Und auch nicht zu vergessen, Backpulver, dann geht das Ganze schön hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das denn hier seht. Dass das auch so leicht mit so blubbert wegen dem Backpulver. Und ihr könnt da auch zum Beispiel dann so Schokodrops oder so noch reingeben. Oder was ich jetzt noch machen würde, das ist so Proteinpulver. Und das schmeckt so ein bisschen nach Stracciatella. Und dann geben wir da jetzt auch noch ein bisschen von rein. Das kann man auch sogar manchmal anstatt Mehl benutzen. Du kannst ja mal gleich trinken. Das wird ganz lecker. Ja. So, davon geben wir noch was dazu. Das ist jetzt für die Fitnessleute. Genau. Und das Coole ist, ich finde, es geht alles total schnell. Ne? Ich finde, das sieht aber jetzt eigentlich schon ganz gut aus von der Konsistenz. Sieht auf jeden Fall leckerer als ein Fitnessleiter. Das stimmt. So. Und dann würde ich sagen, kommt der jetzt auch mal in die Mikrowelle. Dann kannst du den jetzt in die Mikrowelle packen. So, dann machen wir jetzt auch mal hier das auf. Der sieht eigentlich ziemlich cool aus. Der riecht auch richtig lecker. Vor allem, der riecht so mega gut nach Banane. Also auf den freue ich mich auch. Ich glaube, den lassen wir jetzt auch noch mal ein bisschen abkühlen. Was machen wir jetzt für einen Kuchen?
Jetzt machen wir einen Cookie-Kuchen. Genau, also so einen Keks aus der Tasse. Dafür brauchen wir Eigelb, das haben wir jetzt schon mal hier. Dann brauchen wir auch wieder Mehl, Butter und damit das Ganze noch ein bisschen leckerer schmeckt, haben wir hier Vanillezucker und was haben wir hier noch? Butterschokolade. Genau. Könnt schon mal das Ei hier reingeben. So, und dann geben wir jetzt hier so ein bisschen Butter rein. Dann von dem Mehl machen wir auch mal eine gute Portion. Du kannst schon mal die Schokolade aufmachen. Genau. Da können wir gleich mal schauen, wie das am besten ist. Ob wir die so ein bisschen in Stücke. Ja, so kleine. Genau, ich gebe auch schon mal hier ein bisschen Vanillezucker rein. Und jetzt natürlich auch hier gut verrühren. Ich meine, das ist ja eigentlich nur so ein bisschen Sachen zusammen manchen, ne? Ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ja. Noch ein bisschen mehr Schoki, oder? Jo, das kann nicht haben. Aber der Teig ist so richtig wegen der Butter und so auch so richtig cremig. Ja. Hast du eine Lieblingsschokolade? Nee. Nee? Jede Schokolade ist gut. Ich würde aber sagen... Sieht gut aus. Sieht schon ziemlich gut aus. Dann kommt das jetzt auch in die Mikrowelle. Oh, der sieht richtig gut aus. Aber wir haben noch eine Sache. Was? Die ist bestimmt richtig cool. Und zwar machen wir jetzt noch eine Tassenpizza. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Was brauchen wir denn als für die Tassenpizza? 4 Esslöffel Mehl. 1. Und 4. So, dann brauchen wir auch noch 1 Esslöffel Öl. Wir machen nämlich auch zuerst jetzt den Teig und dann kommt der schon mal kurz in die Mikrowelle. Übrigens, das habe ich auch noch nicht gesagt, natürlich müsst ihr das nicht in der Mikrowelle machen. Das ist ja jetzt auch nicht das Allergesündeste. Ihr könnt es auch im Backofen machen. Es geht halt nur viel, viel schneller, wenn man es in der Mikrowelle macht. Und heute machen wir es mal in der Mikrowelle. Dann gebe ich aber schon mal so ein bisschen Salz dazu. Und ein bisschen Oregano. Das hat schon richtig klappern. Kommt der noch mehr Flüssigkeit dran, weil es ist noch sehr mehlig. Ja, sonst würde ich sagen, auf jeden Fall noch ein bisschen. Ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen Wasser dazu gegeben, damit der Teig noch einen Hauch flüssiger wird. Jetzt sieht es aber ganz schön ganz gut aus. So ein bisschen Backpulver müsst ihr auch noch dazu geben. Dann wird der nämlich auch fluffig, der Teig. Ja, ich will nochmal ein bisschen. Aber es ist so ein richtiger Pizzateig, finde ich. Hier versucht man davon auch Aromatis. Das stimmt, das ist unser Workout heute hier. So, ich würde sagen, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Mhm. Und dann kannst du das eigentlich mal in die Mikrowelle geben. Ja. Egal, weil da kommt ja dann noch der Belag drauf. So, jetzt wird es gleich bald vorbei sein. Ja, wir können hier noch mal ein bisschen platt drücken. Also der Teig sieht jetzt in etwa so aus. Wir würden das ja sowieso dann auch noch mal länger in die Mikrowelle geben. Aber ich würde auch sagen, wir machen den noch mal platt und packen den noch mal ein bisschen länger rein. So, okay. Das passt, glaube ich. Okay. Dann packen wir das noch mal ein bisschen rein. So, okay. So, dann kannst du hier noch mal ein bisschen Soße drauf machen. Nehmen wir nämlich einfach jetzt Tomatenmark. Ihr könnt auch noch passierte Tomaten nehmen. Je nachdem, was ihr so mögt. Ich glaube, das reicht. Ja. Dann. Bisschen umrühren, also drauf. Ja, genau. Kannst du einfach ein bisschen verstreichen. Das ist alles jetzt hier auch sehr improvisiert. Aber ich bin einfach gespannt, ob man in der Tasse eine Pizza machen kann, die schmeckt. Und dann kann man halt wirklich jede Art von Belag drauf machen. Wir sind jetzt sehr basic. Wir nehmen einfach so ein bisschen Mais. Und dann haben wir hier noch Feta. Gib einfach mal so ein bisschen drauf. Upsi. Warte mal, vielleicht doch nicht so gut. So, nehmen wir hier so ein bisschen. Ich finde sowieso Mais immer am leckersten auf Pizza. Ja, ich. Oder hast du einen Lieblingspizza-Belag? Nee, also ich mag Mais immer gerne. So, und dann können wir den Käse, ich überlege gerade, ob wir den einfach so bröseln. Ja. Ja, ne? Genau. Also ihr könnt auch ganz normalen Käse nehmen, aber ich finde, Feta, das hat immer so einen ganz
ganz guten Geschmack. Dann packe ich hier jetzt noch mal ein bisschen von dem Oregano drauf. Und dann geben wir das jetzt in die Kohle. So, dann kannst du die Pizza rausholen. Ich bin so gespannt, wie die aussieht. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, finde ich. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Aber ich glaube, da sollten wir es vielleicht mal aus der Tasse dann holen. Aber mal gucken. Ich würde sagen, wir richten die jetzt auch noch mal ein bisschen hübsch an und dann bewerten wir auch mal, was so unser Favorit ist. Wir haben jetzt alle unsere Kuchen hier und ich bin so gespannt. Den hier, das ist der vegane, da können wir noch so ein bisschen Banane drauf machen. Den einen haben wir jetzt auch schon noch mit so Schokostückchen dekoriert und die Pizza soll ich die schon mal hier mal versuchen rauszuholen. Du kannst ja hier schon mal noch ein bisschen Banane drauf machen. Nur nicht verletzen. Sonst ist dein Papa sauer auf mich. So. So, guck mal, wie das aussieht, wenn man die Pizza jetzt hier rausholt. Oh, wie cool. Mega. Oh, okay. Wollen wir die direkt mal hier probieren? Ich schneide die mal so ein Stückchen ab. So, und dann schneide ich mir ein Stück ab. Dann probieren wir mal. Lecker. Ja, ich finde das halt ziemlich gut eigentlich. Voll cool. Das finde ich schon mal mega gut. Und ich würde sagen, wir können dann ja auch mal hier bei den anderen so eine schöne Löffelprobe nehmen. Was willst du als nächstes probieren? Den veganen? Ja. Dann geh mal hier rein, mal gucken, ob der überhaupt gut ist. Der ist mega fluffig. Boah, der ist ja richtig fluffig. Okay. Ja, hätte länger drin sein können, ne? Aber eigentlich schmeckt er ganz gut. Vor allem mit der Banane finde ich ziemlich gut. Warte, dann probiere ich die einfach hier mal. So, dann hier den. Also, okay, den finde ich eigentlich auch ziemlich lecker. Aber ich bin nicht so der Fan von Erdnussbutter irgendwie. Dann mal gucken, was hier mit dem ist. Oh, der ist auch ziemlich cool. Warte mal, das muss ich dir mal zeigen. Guck mal, wenn man hier so reingeht. Ist auch so ganz fluffig. Der ist ziemlich gut. So, Lotti, jetzt musst du mal sagen, was war dein Favorit? Die Pizza. Ja, ich glaube, die Pizza ist auf jeden Fall auch mein Favorit. Und dann der Cookie, weil der so richtig wie ein Kuchen geschmeckt hat. Aber irgendwie ich waren alle vegan, lecker. War auch lecker. Der war auch gut mit der Banane. Also, es ist irgendwie echt schwierig. Ich glaube, da müsst ihr auch einfach mal so ein bisschen rumprobieren, was so für euch am besten schmeckt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, alles mal auszutesten. Vor allem, das hat noch nicht mal 5 Minuten pro Tassen Kuchen gedauert. Das nee, ging super schnell. Also, vielleicht hat der Pizza 5 Minuten gedauert, weil der ja noch in die Mikrowelle musste. Ansonsten. Ja, und was kann man den Leuten noch sagen? Sie können dir auf Instagram folgen und auf Musical.ly. Ne? Das kann ich auch mal in die Infobox schreiben, wie du da heißt. Und dann euch noch einen leckeren Tag. Bis dann. Tschüss.